Herr Reik Anders. Reik Anders ist Blogger und betreibt den Blog Armes Deutschland. Man hat das Gefühl, früher war es immer so, Datenschutz sind so Sachen wie, keine Ahnung, ich darf Google mir Werbung anzeigen, die zu mir passt, oder ist das total unmoralisch, oder keine Ahnung, Profilbilder bei StudiVZ, ich darf nicht so freizügig sein. Also jetzt im Lichte dieses ganzen NSA-Skandals achten Sie da auch so mehr auf Ihre Freizügigkeit auf Bildern und ist das alles sehr schön. Das, was mit diesen Geheimdiensten passiert, ich glaube, darüber sind wir uns relativ schnell einig, ist nicht nur in den USA, sondern auch bei uns ein Prozess, der zumindest die Vermutung nahelegt, dass sich Geheimdienste so weit verselbstständigt haben, dass sie nicht mehr unter politischer Kontrolle sind. Wir werden als Menschen fremdbestimmt. Wir brauchen eine Unabhängigkeit von amerikanischen Medienkonzernen, von amerikanischen Internetkonzernen. Edward Snowden, politischer Flüchtling oder nicht? Er ist ganz sicher ein politischer Flüchtling. Aber ob er politisches Asyl in der EU bekommen kann, das weiß ich nicht. Peinlich in dem Sinne, dass Europa immer so die Wiege der Demokratie sich nennt und die Menschenrechte so hochhält. Und dann in dem Moment muss dann wirklich dann Snowden nach Russland hängen und so.